Hallo liebe Leute, hier ist er wieder, der Grufti aus der Pfalz. Und was treibt er da? Der hat sich ein neues Spiel gekauft. Ja, Lord of the Fallen. Das habe ich mal so kurz ein paar Mal angespielt und ja, ich fand das eigentlich ganz nett. Vielleicht nicht so wie Dark Souls 1 oder 2, aber grafisch wirklich eine Wucht. Ja, und jetzt haben wir gedacht, fangen wir mal da ein neues Spiel an und gucken mal, was wir da draus machen können. Jetzt haben wir da hier Auswahl der Magieklasse. Aha, das ist also, was ist denn das überhaupt alles? Grün, Blau, Rot. Eine schöne Musik. Also die Musik ist ja überraschend gut. Erinnert mich ein bisschen an der letzte Mohikaner. Ein bisschen, oder? Oder? Aber was? Also, was machen wir? Gebet, Blau. Blau ist eine schöne Farbe. Aha, okay. Gut, nehmen wir mal Blau. Ach, dann krieg ich ja gleich was vorgeschlagen. Und zwar, ja klar, gut, okay, das ist dann der Mönch. Gut, jetzt habe ich ja doch schon mal neu geguckt. Also Hakim ist alles, andere, aber kein Kleriker. Was haben wir dann da? Das ist auch nicht schlecht. Was wären wir dann? Ein Paladin! Nee. Nee, Alter, also Hakim ist kein Paladin. Nö, 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 nö. Also. Und hier? Ein Waldläufer! Aha, ein Waldläufer ist er eigentlich auch nicht. Nee, also das ist nix. Gehen wir mal. Was passiert hier? Prügel? Aha, das wäre dann der Krieger. Ein Krieger ist sowas. Das wäre was. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Jo. Dann hier. Ein Gesetzloser. Hakim könnte ein Gesetzloser sein. Wo liegt denn da die Stärke? Also, da hätten wir mal Vitality 10, Ausdauer und Geschicklichkeit 10. Aha. Oh, das geht also auch wieder auf Geschicklichkeit. Also auf diese schnelle Dinger, da so zack, 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 zack. Das ist so mehr Bruga-Style. Der kann das, da bin ich nicht so gut. Hier. Schläger. Hakim könnte ein Schläger sein. Also der Schläger geht dann eine Richtung Glaube. Okay. So, was gibt's noch? Das haben wir, gell? Ja. Noch eine andere Farbe. Grün. Grün. So. Schurke, okay. Scharfrichter. War Hakim mal ein Scharfrichter? Nee. Ja, vielleicht war er mal ein Krieger, das könnte schon eher sein. Ein Räuber! Ein Räuber könnte auch gewesen sein. Ein Räuber. Jetzt bin ich total durcheinander. Nee, das gefällt mir alles, ne? Nee, das ist Gesetzloser. Gesetzloser? Ja, ein Gesetzloser ist er, aber das ist ja auch schon wieder Geschicklichkeit. Gut, wir können ja das nehmen, Gesetzloser. Und dann tun wir auf Stärke. Ausdauer und Geschicklichkeit sind wir hoch. Glück haben wir 2, Vitalität 10. Und gehen dann auf Stärke. Gesetzloser. Ja, das machen wir. Hopp, zack. Ein bisschen was. Bisschen was von Bruga mit dabei. Ja, der Bruga ist halt ein junger Kerl. Da kommt es dann schon eher. Ich brauche da immer ein bisschen länger. Und kann mich da nicht stundenlang. So, das ist jetzt Intro.
Ja, das könnte man uns auch gucken. Das machen wir aber nicht. Warte. Wir haben Steinwehr erreicht. Aha, und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Also Antana. Da ist er, der Hakin. Hallo Hakin. Bisschen dunkel drin, hä? Hi, Schatz. Jo. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Kasten. Hilf mir, Kasten. Mach Licht. Kasten, mach Licht. So, Freunde, wach auf! Ah, oh, ist ja brutal, oder? Oh. Gegen einen Ogre anzutreten ist eine große Herausforderung, um die Gunther zu einem schnellen Stimulator von ihrem Lade. Nö! Machen wir nicht. Ach, du liebe Leid, ich kann gar nicht gehen! Ach du liebe Leid, der liebe Leid, das war die falsche Wahl, hä? Was hab ich denn da in der Hand? Ach, ich habe das Ding. Oh ja, Stadthilfe 2, das heißt, ich habe diese DLCs. Habe ich dazu gekauft. Und das Löwenherzpaket. Könnte ich jetzt eigentlich wechseln? Aua! Jetzt halt aber. Jetzt geht doch. Ein paar Mal außen rumgerannt und dann Typ. Ja, das ist der Schöne. Das habe ich auch schon mal gesehen in Dark Souls. Ne, oder so irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja fantastisch. Also das kann man ja das. So, da ist sie, ne? Ja. So. 5 Heiltränke habe ich. Was habe ich denn da? Oh. Oder was habe ich noch gekriegt? Tick Hammer. Aha. Okay. Da habe ich gar nichts. Mut. Was ist ein Mut? Schwere Rüstung. Ja, wieso? Warum bin ich denn so träge? Ich habe Gewicht 5,90 kann ich haben. Das gibt's nicht. Aha. Guck mal. Das kenne ich auch nicht mehr. Boah, das sieht geil aus, oder? Ja, das ist zu schwer. Gut, die Rüstung, die er da auch hat, das gefällt mir eh nicht. Was für Waffe habe ich? Tick. Tick Wondo, oder was? Stahldolch. Habe ich das jetzt auch? Ne, Tick ist ein Stahldolch. Ach Gott, bis ich schon wieder. Ihr. Hier. Achso, hier, nicht ihr. Hier. Aufschrei. Bruhaha. Moment, was ist. Ach, da kann ich eh nicht nehmen. Stahldolch, den habe ich. Energie 100, Gewicht. Ah, Markdür. Dolch. Was macht der? Aha, da ist ein bisschen Bischer. Da bleiben wir mal am Anfang beim Dolch. Ich werde den jetzt, wie gesagt, zum Krieger hinskillen. Und gehen wir mal weiter. Wo ist denn der andere Heini? Wo ist der jetzt? Ah, da wird er nicht sollen. Ah, da ist Lichtl. Machen wir gleich wieder aus. Hallo, mein Freund! Sie ist verschlossen. So. Kaslo, du verlierst immer noch Blut. Ach, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Gut. Das hilft mir nicht. Ich werde dir hoffentlich die Unannehmlichkeiten meines... Hat jetzt gelabert, das... Jetzt machen wir mal das. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter. Oder einen Schlüssel. Wie war, mein Freund? Ein Schlüssel vielleicht, hä? Hab ich noch nicht. Also gehen wir mal... Gucke. Was ist das? Diese Kreaturen kommen immer wieder... Achso, das ist das... Das Rolle gelabert. Doch, es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Was ist das denn, und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein.
Göttingen. Puh, da brauche ich alle 5 Heiltränke. Das geht so nicht, Alter. Du musst. Was kann ich da was. Was habe ich denn jetzt? Hat 2 Dolche. Nur noch schlimmer. Wir latschen da jetzt mal durch. Finde einen Schlüssel. Also irgendeiner, okay. Ach du Liebe, da will noch wer. Ah, okay. Der hat eine versiegelte Rune fallen gelassen, klein. Okay. Ich denke, dass da in deiner Kiste oder was auch immer was rumliegt. Also ich denke, dass wir da noch im Intro sind. Mal gucken, ob man. Wie war das mit Schleisch? Ja, das will der. Ah, lass mich doch mal. Was war denn das jetzt? Ihr Freundel, wenn so anfängst, dann wäre das nichts mit uns. Ah, das geht ja schon ganz schön flott. Ah, das ist halt dieses Ding mit der Beweglichkeit. Das macht schon was aus. Leere Flaschen. Wenig Umschau lohnt sich zu machen. Nichts übersehen. Ah, jawohl. Gerade am Anfang wird ein bisschen was dabei ist. Dabei sei, der Bayer. Ja, der Bayer. Lass mal auch mal ein bisschen brau. Bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib gleich acht. Bei dir da daheim. Etwas Böses geht vor sich. Das kann ich schreiben. Du kannst jederzeit hier. Fertig, Alter. Was auch immer geschieht, Antanas kann es retten. Bitte. Bitte gib auf. Was ist das? Achso, ja, das sind. Das sind die Portale. Portale. Wenn du da einen Boss besiegt hast, ich habe mich ein bisschen mal erkundigt, die Bosse sind ja doch ein bisschen. Also die Meinungen gehen da auseinander. Die Ende sagen, die sind sau schwer. Und andere sagen wieder nein. Das kommt wahrscheinlich davor, was man gespielt hat vorher. Also, wer jetzt zum Beispiel Dark Souls 1 oder 2. Stimmt? Mal gespielt hat, der wird. Die eventuell als leicht aussehen und wer es nicht gespielt hat, der könnte sagen, die sind doch schon heftig. Und dann habe ich mal sagen lassen, die haben alle so eine komische Unterart oder wie sagt man so Art, wenn man die also in, mit einem bestimmten. Also ich glaube, der erste Boss, wenn man sich nicht treffen lässt, und dann gibt es eine besondere Belohnung, Belohnungssystem. Ach Gott, der Leiter kann ja gar nicht springen, richtig. Hakin, was ist denn los mit da? Hakin, mein Freund? Machen wir denn noch nieder? Dann zieh ich was aus. Überhaupt nicht. Es gibt nur einen Teil deiner. Ja.
Da ist noch zwei. Ist aber nichts. So, Hakin, wo geht's denn da hier? Nirgends. Hakin, weißt du, was wir machen? Wir gehen jetzt, wir ziehen mal jetzt kurz was aus. Du, das gefällt mir eh nicht. Da zeige ich mal deinen Oberkörper. Schurke. Genau. Wow. Hä? Geiler. Der hat einen Buschkasten. Das ist schon eine, was kennt man da jetzt? Ne, das bleibt aus, Alter. Dann hätte man Mut, schwere Rüstung. Die kennt man auch ziehen dann. Das sieht geil aus, oder? Und dann immer, sind immer noch... Wow, das sind aber gute, schöne Stiefel. So, was haben wir noch? Haben wir noch eine Mütze? Eine gescheite? Boah. Brutal. Das lassen wir. Also ich weiß auch nicht... Ich denke mal, so soll wie in Dark Souls, die Rüstung spielt da wahrscheinlich so eine untergeordnete Rolle. Und es geht auch nur um den Style. Momentan habe ich schon nicht mehr. Hat da keiner mal ein Bild gemacht von dem. So. Oh. Wer ist ja noch so einer? Oh, das ist nicht gut. Das ist ein bisschen eng hier. Da steckt kommt schon was euch. So, Freunde, machen wir mal Platz. Ah! Ich konnte gar nicht blocken. Weg aber jetzt. Ach, nee! Als bin ich abgenippelt. Ah, das darf doch nicht wahr sein. So, Kinder, das muss ich aber jetzt zusammenschneiden. Das wird dann schon ein bisschen lang, ja? Jetzt melde ich mich wieder, wenn ich da bin. Ja? Ich muss mal Zeug einsammeln. Das seht ihr mal da unten an dem Balken. Mit dem kleinen Lichtel. Oder was das auch immer ist. Dass ich da also meine Energie oder meine Erfahrungspunkte zurückgelassen habe. So, also. Cut! Wingeball! Ah, das geht gar nicht.